Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute, am letzten Donnerstag im Monat, präsentiere ich euch wieder einen Hörgenuss des Monats. Und das war ja im Dezember und Januar tatsächlich gar nicht so einfach. Ich hatte ja im Dezember so einen Jahresrückblick gegeben und musste jetzt tatsächlich ein bisschen überlegen, was schafft es heute in das Video. Und ja, wie ihr vielleicht schon am Titel sehen könnt, es ist Ich habe auch gelebt von Astrid Lindgren und Luise Hartung. Heute am letzten Donnerstag des Monats präsentieren wir euch ja immer unsere Hörgenüsse. Das sind in der Regel Hörbücher, Hörspiele, Podcasts oder allerlei andere Dinge, die man eben auch mal aufs Ohr bekommt. Und natürlich sind Hörbuchtipps auch Buchtipps, also auch natürlich in der haptischen Optik sozusagen. Und dementsprechend wünsche ich euch da natürlich heute ganz viel Spaß in meinem Video oder bei meinem Video und natürlich auch dem Video meiner lieben Booktube-Kollegen. Alle Mädels findet ihr unten in der Infobox und die Playlist zum Hörgenuss ist dort auch immer vertreten. Schaut da gerne mal vorbei und lasst euch ein wenig inspirieren. Ich bin auf das Buch von Astrid Lindgren und Luise Hartung gestoßen, nachdem 3-4 verschiedene Booktuber, YouTuber davon geschwärmt haben und wirklich begeistert waren von diesem inspirierenden Schatz an Briefen. Ich habe das Buch im Dezember gehört. Es basiert auf einem Briefwechsel zwischen den beiden. Das ist zwischen den Jahren 1953 bis 1965, bis zum Tod von Luise Hartung. Es ist bereits 2016 erschienen und wir unterscheiden hier einmal zwischen den Stimmen von Astrid Lindgren und Luise Hartung. Hier haben wir Oda Thormeyer und Eva Mattes. Und wir haben auch einen hintergründigen Erzähler, nämlich Achim Buch, der uns zum Beispiel Hinweise gibt, wenn zwischen den Briefwechseln etwas passiert ist, zum Beispiel auch ein Treffen der beiden Frauen, dass wir das so ein bisschen in den Kontext bekommen, wenn im Grunde die Antwort nicht die Antwort war auf den Brief, sondern vielleicht auch Gesprächen, die sich ergeben haben, wenn die beiden sich getroffen haben. Das fand ich sehr, sehr gut gelöst. Und fand ich wirklich auch sehr faszinierend. Tja, man hat lange gar nicht um diese Briefe gewusst. Erst dann im Nachlass von Astrid Lindgren sind sie gefunden worden. Und hat sie dann natürlich auch verschlungen, könnte ich mir vorstellen. Natürlich hören wir jetzt nicht alle 600 Briefe. Das wäre definitiv zu viel. Wir haben eine Hörzeit von knapp 8 Stunden. Und das war tatsächlich auch sehr, sehr angenehm. Wir erfahren zu Beginn, wie beide sich kennengelernt haben. Nämlich auf einer Reise von Astrid Lindgren nach Berlin. Dort hat Luise Hartung gewohnt. Ursprünglich war sie Sängerin, zu Zeiten dann der Nationalsozialisten durfte sie das aber nicht mehr ausführen und war dann zu der Zeit, als sie Astrid Lindgren kennenlernt, für das Hauptjugendamt zuständig in Berlin, war dort Pädagogin und sie wollte ja die Kinderbücher von Astrid Lindgren auf dem deutschen Markt eben einfach größer machen, bekannter machen und hatte dort auch verschiedenste Beziehungen zu Verlagen und eben auch zu dem deutschen Verlagsmitarbeiter, der eben auch für die Betreuung für Astrid Lindgren zuständig war. Und diese beiden Frauen beginnen ihren Briefwechsel noch sehr scheu, noch sehr distanziert. Sie beziehen sich immer wieder auf das erste Treffen, auf das Kennenlernen, auf was ihnen seitdem durch den Kopf gegangen ist, wie auch faszinierend sie die Begegnung der jeweils anderen fanden. Und dieser Briefwechsel wird immer privater, intimer, es wird immer näher zueinander und auch wirklich sehr inspirierend. Also beide Frauen bringen sich auf Ideen, Gedanken, führen sich auch auf den Wegen begleitet, obwohl ja zwischen Schweden und Berlin doch eine recht große Strecke ist und dann gegen Ende des Briefwechsels ja auch der Bau der Berliner Mauer noch mit dazu kommt, die Trennung von Berlin, von der auch Luise Hartung erzählt. Und ich fand es faszinierend. Ich fand diese beiden Frauen großartig in ihrer Art und Weise, wie sie Gefühle, Gedanken, Geschehenes in Worte fassen und in Briefform rüberbringen. Überhaupt finde ich ja, dass Schreiben etwas sehr Schönes ist. Ich mag es, Weihnachts-Geburtstagskarten zu schreiben. Ich bin da ein großer Fan davon. Ich habe früher unglaublich viele Brieffreunde gehabt. Ich fand das immer schon toll. Und natürlich irgendwie in unserer modernen Welt ist das irgendwie verloren gegangen. Umso schöner ist es, so in diese Vergangenheit einzutauchen. Zum einen zu diesem Medium des
Briefwechsels und natürlich auch zum anderen sind wir natürlich in der Zeit, schalte sozusagen 70 Jahre zurück, und das fand ich tatsächlich auch richtig, richtig schön. Wir erfahren sehr viel über Astrid Lindgren, wo sie ihre Inspirationen für ihre Bücher hergenommen hat, wie sie auch so die Medien wahrnimmt, wie Schweden zu der damaligen Zeit war. Gleichzeitig haben wir natürlich Luise Hartung auch in Berlin, die uns auch von John F. Kennedy zum Beispiel berichtet und dann eben auch so durchaus auch nach zurückgreift, so in Zeiten des Nationalsozialismus, dem Zweiten Weltkrieg, wie sie das empfunden hat, aber nicht aufdringlich und auch nicht mitleidserhaschend, sondern als sehr, sehr starke Frau. Und so habe ich beide empfunden. Es waren wirklich Frauen, die im Leben standen, die wussten, was sie wollten, die auch für manche ihrer Einstellungen und Gedanken sehr hart kämpfen mussten und dass eben manches auch von der Gesellschaft nicht so im Grunde angenommen wurde, toleriert wurde. Wir erfahren von den Reisen der damaligen Zeit und dass die sich dort dann zum Beispiel auch besucht haben. Das fand ich richtig, richtig toll. Und mir hat es unglaublich Spaß gemacht, diesen tollen Frauen zu lauschen in ihren Worten füreinander, die so wortgewandt waren. Und da merkt man natürlich, dass beide auch irgendwas mit Worten zu tun hatten. Und ich fand das richtig großartig. Ich fand es unfassbar inspirierend. Es hat sehr viele Gedankengänge in mir zum Arbeiten gebracht. Ich habe wunderbare Impulse bekommen, auch was dieses Zuhören angeht und dann eben darauf eingehen, was jemand anders einem sagt oder in dieser Verbindung dann schreibt. Ich fand, dass die beiden da wirklich ganz, ganz vorbildlich und toll waren, und mir hat dieses Hörbuch wirklich super gut gefallen. Nicht nur, dass natürlich diese Briefe, glaube ich, in vertonter Form ja doch noch ein bisschen interessanter sind, als wenn man sie nur liest. Ich fand eben auch diesen Wechsel der Stimmen sehr, sehr angenehm. Ich fand es toll, dass wir zwei Stimmen haben, die wirklich perfekt vertonen, die diese Gefühle mit einbringen, die Emotionen. Und gleichzeitig haben wir den Erzähler, der uns eben Hintergrundinformationen auch gibt. Und das hat mir unfassbar gut gefallen. Also wir haben da eben auch von den Besuchen erfahren zu den damaligen Zeiten oder wenn die sich an Urlaubsorten getroffen hat. Und natürlich war dann der Briefwechsel auch oft voller Vorfreude oder Nachfreude, und ich hatte da wirklich großen, großen Spaß an diesem Hörbuch, und es, auch wenn es im Dezember gehört wurde, musste es einfach ein Hörgenuss werden, weil ich es faszinierend fand und mir das in mir tatsächlich noch lange nachhalt und ich auch heute noch so manche wunderbare Szenen, wunderschönen Satz irgendwie im Kopf habe, unter anderem eben auch den Briefwechsel, wo dann der Satz den Titel sozusagen entstanden ist, nämlich ich habe auch geliebt, ist eben ein Zitat aus dem Briefwechsel, und das war ein richtig berührender Moment, als der ja dann im Grunde auch gefallen ist. Also eine ganz, ganz tolle Buch- und auch Hörbuchempfehlung, hat mir sehr, sehr gut gefallen, und ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen davon etwas vorschwärmen und begeistern. Jetzt bin ich natürlich neugierig, was meine BookTube-Kolleginnen so erzählen, welche Hörbücher sie ausgewählt haben, worüber sie jetzt ein bisschen schwärmen, und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.